So, da sind wir wieder. Sie können mich auch hören, Herr Ich höre Sie, Frau Hofmann. Hacker. Wunderbar. Dann sind wir jetzt hier bei der letzten Einzelrunde unserer Panels, bevor wir danach dann nochmal in eine gesamte Runde starten. Und bei mir ist der medienpolitische Sprecher der FDP und für die Partei im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien. Wir starten direkt mit der ersten These, Herr Hacker. Die prekäre Einkommenssituation selbstständiger KünstlerInnen ist selbst verschuldet. Ja, das kann man sicherlich so nicht sagen, aber das gesamte System hat auch unterschiedliche Einkommenssituationen für Künstlerinnen und Künstler. Wir haben Menschen, die in kommunalen Einrichtungen, staatlichen Einrichtungen sind, wo man über Mindestlohn, Festanstellung diskutiert. Und dann haben wir sehr viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht auch als Start-up, als Beginner sich erst etablieren müssen oder eben auch durch andere persönliche Umstände regelmäßige Einkünfte nicht erzielen. Und darauf muss der Staat auch reagieren. Und wie und welche Verantwortung trägt der Bund? Ja, im Bereich der Kultur haben wir schon mehrfach heute Abend gehört, haben wir ja die Hoheit der Länder. Aber im Bereich der sozialen Sicherungssysteme trägt die Hoheit natürlich der Bund. Und auch eins der Instrumente ist ja schon häufig heute andiskutiert worden, dass eine Arbeitslosenversicherung, ob das jetzt von der Definition im eigentlichen Sinn überhaupt möglich ist, aber dass es auch hier für Zeiten der Nichtbeschäftigung oder, wie Corona es gezeigt hat, in Zeiten des Beschäftigungsverbots, denn nichts anderes war es ja für viele Kulturschaffende, dass in den Zeiten dann auch der Staat ein Instrumentarium schafft, dass die Menschen über die Zeit hält. Wie steht denn die FDP zu einer verpflichtenden Arbeitslosenversicherung oder auch zu einer verpflichtenden Rentenversicherung? Ja, das widerspricht aus unserer Sicht der Freiberuflichkeit, der Selbstständigkeit, auch der Freiheit der Künste. Aber im Bereich der Freiwilligkeit wollen wir hier die Voraussetzungen schaffen. Also wenn sich eine Künstlerin und Künstler dafür entscheidet, Schauspielerin, Schauspielerin, sich dafür entscheidet, in der Arbeitslosenversicherung freiwillig versichert zu sein, dann muss das zukünftig auch dafür offen stehen. Auch da die Frage, wie das dann zu regeln ist mit den Abgaben bei so einer unsteten Einnahmequelle. Das sind Ja. ja zusätzlich nochmal Sachen, die eh schon abgehen von dem geringen Teil, den man irgendwie behalten darf. Ja, wir haben ja in der ganzen Diskussion jetzt heute Abend auch immer darüber diskutiert, was ist eine faire Vergütung, was ist ein faires Honorar, was ist eine faire Gage für ein Theaterprojekt, für einen Film. Und da muss man sicherlich an die Verhandlung rangehen, auch bei den Auftraggebern als Staat deutlich machen, dass man die mit in der Pflicht zieht. Aber eine Versicherung ist natürlich dann auch von den erzielten Einnahmen abzuführen. Und nehmen wir die Schauspielerin, den Schauspieler, der von 12 Monaten im Jahr vielleicht nur in 3 Monaten ein Engagement hat, ob am Theater oder im Film, für den würde dann aus dem Durchschnittseinkommen der letzten Monate auch eine Versicherungsleistung dann entstehen in den Phasen der Nichtbeschäftigung. Ich würde gerne mit Ihnen weitergehen zu unserer zweiten These, beziehungsweise es ist eigentlich eher eine Frage. In einem Konzept, in dem der Markt vieles regeln soll, Honorarstandards, Honoraruntergrenzen für selbstständige Kunst- und Kulturschaffende, ja oder nein? Ja, wir glauben, dass der Markt und im Bereich der Kunst- und Kulturschaffenden sind es ja auch die Kulturgenießer, die Seher, die darüber entscheiden, welche Projekte, welche Theateraufführungen tatsächlich erfolgreich sind. Aber dass solche Regelungsmechanismen nicht ersetzt werden können durch eine staatliche Kulturhoheit, bei der vielleicht ein kleiner Arbeitskreis bei der BKM darüber entscheidet, was Kultur ist oder was nicht Kultur ist. Wir haben viele Diskussionen heute Abend immer über die Festanstellung im öffentlichen Theater mit den entsprechenden Zuschüssen geführt. Und Martin Rabanus hat ja ganz deutlich gemacht, wenn wir die Zuschüsse für Einzelne erhöhen, damit auch alle Mindeststandards erfüllt werden können, dass das dann auch weniger Beschäftigung für andere bedeutet, dass das weniger Engagements für andere bedeutet. Und wir wollen die Vielfalt haben. Wir wollen auch kleinere Projekte. Auch da kann man oft als für eine Kommune mit relativ wenig finanzieller Unterstützung oft Großes, auch etwas Neues bewegen. Wir wollen
sowas nicht gegeneinander abwägen, sondern wir wollen beides haben. Und wie? Ja, dadurch, dass wir alle, die in der Kultur unterwegs sind, die auch die Unterstützung geben, die auch die Projekte fördern, die Möglichkeit versetzen, das zu tun. Da hatten wir kulturelle Pflichtaufgabe oder Kulturpflichtaufgabe für die Kommunen gehabt. Aber wir wollen daneben, dass einzelne Einrichtungen, dass einzelnes Neues auch entstehen kann, Neues sich etablieren kann, neue Projekte sich etablieren und nicht von vornherein staatlich organisiert uns beschränken auf das, was besteht. Ich glaube, wenn wir das umsetzen, dass wir einzelne bestehende Projekte besser fördern, dass uns dann extrem viel verloren geht an kultureller Dinge, an Neuem, an Kreativität. Nehme ich ein paar Fragen und zwar, beziehungsweise erstmal Kommentar, bei AnwältInnen gibt es auch Honorarsätze in den Kammern. Warum gilt da der Markt nicht? Warum soll das bei Kultur gelten, was bei AnwältInnen nicht gilt? Also ich habe ja viele Jahre als Steuerberater gearbeitet und da gibt es für Anwältinnen und Anwälte, Steuerberaterinnen und Steuerberater, gibt es die Gebührenverordnung, die einen Rahmen setzt, der aber immer einzelvertraglich ausgehebelt werden kann. Also der bei einem Honorar von 100 bis 1000 auch Möglichkeiten eröffnet, beispielsweise als Stundensätze. Also wenn Sie eine Vielfalt von Auftraggebern haben können, können Sie sich bei den Anwältinnen entscheiden, welche oder wen Sie engagieren wollen. Bei Künstlern ist es deutlich eingeschränkter, vor allem auch aber, was natürlich die Nachfrage angeht, also sprich die Theater, die Schauspielerinnen und Schauspieler besetzen. Er schreibt, okay, dann machen wir eine Gebührenordnung. Wir gehen mal weiter zur nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Situation für die Schauspielerinnen und Schauspieler verbessert. Peter Wichtrux schreibt, wo steht der Gesetzgeber Politik in der Pflicht, für angemessene Bezahlung zu sorgen? Das kann ja nicht der Markt alleine gestalten. Ja, was ist die angemessene Bezahlung? Wer entscheidet, was die angemessene Bezahlung ist? Ist es so ein Stundensatz, wie wir jetzt beim Mindestlohn haben? Oder ist es für künstlerische Tätigkeiten ein höherer Stundensatz? Also Angebot und Nachfrage entwickelt einen Preis. Gibt es Projekte? Gibt es eine Veranstaltung, eine Performance, ein Kunstwerk, das eine deutlich höhere Nachfrage erzielt, steigt der Preis des Ganzen. Je mehr Zuschauer ich in meine Aufführung lege, das ist auch ein Maß dessen, wie Menschen auf das reagieren, was ich kann. Jetzt kann man sagen, dann vermasst alles. Und auf den Rhein. Aber auf der anderen Seite, jetzt fängt irgendjemand Junges an. Muss man dem dann sofort sagen, naja, also nur wenn du jetzt sofort das eine Ding raushaust, dann, dann gibt es auch Erfolg. Ich meine, man fängt ja, es kann ja nicht nur sein, dass man mit einem Kracher irgendwie rausgeht und sofort total erfolgreich ist und das dann die Marktregulierung natürlich so auch widerspiegelt. Sie haben mir ja gerade zugehört, was ich alles schon gesagt habe. Ich will ja auch gerade die Neuen, die Kreativen, die nach vorne gehen, wieder haben und die vielleicht auch mit kleinen Mittel des Staates, der Kommune, des Landes oder des Bundes unterstützen. Also das ist der Beginn einer künstlerischen Tätigkeit und das Ende einer künstlerischen Tätigkeit müssen nicht übereinstimmen. Und dazwischen gibt es sicherlich, wie in vielen Berufen, auch bei den Anwältinnen und Anwälten, Höhen und Tiefen. Ist man erfolgreicher am Markt oder ist man weniger erfolgreich? Hat man mehr Publikum? Hat man mehr Zuseherinnen und Zuseher im Theater? Und dann auch wieder weniger. Aber der Staat, wenn der Staat definiert, du bist Schauspielerin und Schauspieler und du kriegst mindestens diesen Betrag, wenn man in so eine Situation kommt, dann ist die Freiheit der Kunst Vergangenheit. Wir haben hier ein paar Diskussionsbeiträge. Ich würde jetzt mal ganz kurz in die Kommentare reinspringen. Zum einen, wenn Kunst nur nach Angebot und Nachfrage funktionieren würde, hätten wir keine Freiräume für Experimente. Dann, wie messen Sie denn Erfolg von Kunst? Kunst kann man ja nicht wirtschaftlich messen, vor allem wenn der Erfolg zum Beispiel darin liegt, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und so weiter. Wenn es nur um ZuschauerInnenzahlen geht, dann bleibt doch nur noch die unterhaltende Kunst. Ja, und deswegen brauchen wir sowohl als auch, nicht entweder oder. Es gibt nicht die Hochkultur auf der einen Seite, wo ich die Spitzensänger im Bayreuther Festspielhaus meiner Heimatstadt auftreten lasse und daneben gibt es nichts, sondern es gibt
Vielfalt unter Kunst und wir brauchen für jede Stufe, für jede Phase, für jede Gruppe auch unterschiedliche Ansätze. Deswegen alles gleich zu machen. Es gibt Mindestlöhne, es gibt nur staatlich vorgegebene Förderung, also immer von einem kleinen Kreis von Menschen entschieden. Das ist für mich der verkehrte Weg. Und natürlich ist auch der Erfolg beim Publikum was ein Maß an Dingen. Die Kultur, die nur für sich selbst arbeitet, die Menschen draußen nicht erreicht, warum hat dann der Staat den Auftrag, das zu unterstützen? Es geht doch natürlich, dass Menschen und Künstlerinnen und Künstler zusammen das Erlebnis haben und sich beide dann dadurch auch weiterentwickeln. Also der Wunsch ist ja von allen, natürlich, von jedem ist ja wahrscheinlich auch der Antrieb zu sagen, ich kann von dieser Kunst leben und ich kann damit erfolgreich sein und möchte das auch, aber Kreativität und Entfaltung ist ja, entsteht ja auch in einem anderen Raum, der nicht immer nur getrieben davon ist, auch wirklich in dem Moment irgendwie was zu erwirtschaften. Ich gehe mal weiter in die Kommentare, denn es hört nicht auf. Wer entscheidet das bei AnwältInnen? Das sind Mindeststandards, das ist doch scheinheilig. Es geht weiter mit Anke Scholz. Es gibt ja auch noch viele freie Theaterschaffende, die an der Basis und hauptsächlich für Kinder und auf dem Land arbeiten, sprich in Kindertagesstätten, für Kulturvereine etc. pp. Ich gehe ganz kurz ein bisschen durch, dann können Sie gerne was dazu sagen. Martina Kessel schreibt, die Nachfrage nach Pflege ist groß, die Anbieter werden trotzdem schlecht bezahlt. Insa Silberkuhl schreibt, sorry, das ist Unsinn. Wenn ein Museum in DD freiberuflichen Restauratorinnen nur 30 Euro pro Stunde zahlen, dann hat das nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Es ist ethisch nicht vertretbar, Menschen für ihre Arbeit nicht auskömmlich zu entlohnen. Stefan schreibt, sind dann die Tarifverträge Marktverzerrung? Im letzten Jahr, ein Tarifvertrag ist ausgehandelt zwischen zwei Interessenvereinigungen und es ist genau der Markt oder der Mechanismus in der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe Arbeitgeberverbände, ich habe Gewerkschaften, die miteinander den Preis, die faire Entlohnung ausmachen. Das ist ja genau das marktwirtschaftliche Instrument. Der Mindestlohn ist das nicht marktwirtschaftliche Instrument, das einseitig festlegt. Darunter darf es nicht gehen. Und wie gesagt, die Konsequenz, die wir haben, wenn staatliche Theater, nehmen wir jetzt vielleicht mal außen vor, wenn viele private, kleinere Kunst- und Kulturinitiativen keine staatliche Förderung mehr bekommen, dann sind die trockengelegt, dann wird es die nicht geben. Also wir haben nicht die Möglichkeit, und auch das ist ja auch vom Kollegen Grundl in anderer Weise, aber auch vom Kollegen Rabanus, ja genannt worden, nicht jeder, der sich selbst oder jede, die sich selbst als Künstlerin oder als Künstler empfindet, muss auch den Anspruch auf staatliche Unterstützung, auf staatliches, auskömmliches Einkommen haben. Das ist in anderen Berufen auch nicht der Fall, auch bei Rechtsanwältinnen nicht so. Wenn sie keine Mandanten gewinnen, dann haben sie kein Einkommen. Martina Kessel schreibt, Kunst und Kultur scheint nicht viel wert zu sein bei der FDP, Angebot und Nachfrage. Was soll das denn in diesem Kontext? Peter W. Strux schreibt, nach dieser Idee wären Kunstwerke zum Beispiel von Van Gogh heute nicht mehr in den Museen. Tamara Cicovani schreibt, es gab viele weltbekannte KünstlerInnen, die zu ihren Lebzeiten keinen Erfolg hatten. Der Markt regelt gar nichts. Oder wie war das bei Rembrandt? Kunst ist also Empfindungssache. Ja, Kunst hat auch immer was mit einer persönlichen Wahrnehmung und mit einer persönlichen Wertschätzung zu tun. Also auch von Künstlern untereinander, wenn sie sich mit Künstlerinnen und Künstlern unterhalten, hat auch nicht jeder die gleiche Intention und das gleiche Empfinden, welche Kultur, welches Kunstwerk gleich ist. Und also jetzt Van Gogh zu nennen, dass der Markt bei Van Gogh versagt hätte, er hat vielleicht zu Lebzeiten ihm kein auskömmliches Einkommen ermöglicht, aber offensichtlich hat in späteren Jahren die Aufnahme in die Museen gezeigt, wie er den künstlerischen Eindruck auch die Gemälde verändert hat. Also das, ja, das natürlich, aber das hat ihm ja nichts gebracht. Ne? Also das hat den Leuten danach was gebracht, das hat vielleicht den Wert gebracht, was gebracht, dann also zu sagen, das ist Kunst und die anderen was ermöglicht, aber ihm nicht. Rembrandt war sehr erfolgreich als Unternehmer, der auch nicht alle Werke selbst gezeichnet hat, sondern der eine ganze Schule unterhalten hat. Also sie
Sie werden immer Spitzenleistungen haben, die vielleicht eine Zeit lang nicht. Das war ja auch nur ein Beispiel von vielen. Also aber wer entscheidet denn von vornherein zu sagen, das ist Kunst, das ist Kunst, das ist keine Kunst? Worauf ich raus will, ist, dass wir die Vielfalt brauchen, dass staatliche Förderungen nicht von einem kleinen Kugelrunde entschieden werden sollten, nach unserer Auffassung, sondern dass es Kriterien geben kann. Da kann auch Gendergerechtigkeit etc. eins der Kriterien mit dabei sein, aber dass es eine breit angelegte Unterstützung, eine breit angelegte Förderung ist, damit wir nicht ausschließlich das, was wir schon immer haben, beibehalten, sondern dass auch neue kreative Formen eine Chance haben. Können Sie da genau für neue kreative Formen und ein neues Entstehen und auch neuen Raum einfach ein paar dieser Möglichkeiten nennen, wie man das schafft? Sie hatten es ja gerade angerissen, dass das ein Wunsch ist, ein Kriterium, also zum Beispiel Diversität. Nein, ich bin seit über 13 Jahren jetzt in der Kommunalpolitik mit unterwegs und da erlebt man ja die vielen kleineren Initiativen, die am Anfang sind, wo auch junge Menschen sich zusammentun, Projekte auf die Beine stellen, oft mit einer ganz, ganz hohen Qualität, wo aber halt der Kleine, die Anschubfinanzierung einfach fehlt, die Kommune oder ein Land dann auch mit den entsprechenden Projekten, bei denen jetzt im entsprechenden Fonds, bei dem man sich bewerben kann, gewährleisten soll. Und da müssen halt auch dann bei so einer Unterstützung auch die entsprechenden Kriterien mit dabei sein. Und nochmal, ich gehe nicht, wenn wir für alles immer nur von der obersten Ebene aus diskutieren und festzurren wollen, dann werden wir unsere kulturelle Vielfalt in Deutschland auf ein ganz enges Spektrum reduzieren. Und dagegen will ich mich ganz einfach verwehren. Wunderbar. Ich gehe mal weiter durch die Kommentare. Wir haben noch 3 Minuten. Christiane Gebert schreibt, Angebot und Nachfrage dürfen kein Regulativ in der Kunst sein und schon gar kein Kriterium für Kunst und Kulturschaffende zu einer angemessenen Entlohnung zu kommen. Gerade strittige Werke können gesellschaftliche Auseinandersetzung fördern. Hatten wir gerade schon den Punkt. Anke Scholz schreibt... Ja. Können aber. Solange Kultur in den öffentlichen Haushalten eine freiwillige Aufgabe bleibt, ist die Förderung von freier Kultur guter Wille Einzelner. Da gibt es keine Verlässlichkeit seitens der KünstlerInnen auf eine auskömmliche Arbeit. Und Mücke schreibt, what about Community Arts? Ich gehe eins weiter. Ina Stock schreibt, wäre die Gründung von Berufskammern in künstlerischen Bereichen ein Projekt für Bundesförderung, um Tarife festzulegen, eine Lösung für die FDP? Also eine Gründung von Kammern, die dann eine Zwangsmitgliedschaft in so einer Kammer mit beinhalten, glaube ich, ist nicht das Maß aller Dinge. Aber die Unterstützung von Berufsverbänden, die Interessen bündeln, die geschlossen gegenüber der Politik, wer auch immer die Politik ist, auftreten. Das ist das Richtige. Und da muss, je größer auch die Menge an Personen, an Menschen ist, die ihre Interessen gemeinsam vertreten, desto einflussreicher ist natürlich auch die Forderung, die man damit einbringt. Ob das jetzt eine Kammer ist ob das ein Verband ist, da habe ich keine Präferenz. Das Kammer hat für manche den Charme der größeren Verbindlichkeit. Aber ein Verband hat die gleiche Durchschlagskraft im Zweifel. Man muss gemeinsam seine Interessen vertreten, das ist das Entscheidende. Peter W. Strux schreibt, sind Sie für einen runden Tisch Kultur, der in den eigenständigen Ministerien münden wird? Die Frage haben wir ja auch schon häufiger jetzt beantwortet. Genau, gehört. Das ist wichtig, aber uns interessiert ja eben immer die Geschichte. Ein runden Tisch Kultur kann man durchaus unterstützen, aber ein eigenes Kulturministerium, da sehe ich die Gestaltungsmöglichkeiten bei unserem Staatsaufbau derzeit zu gering. Und die Frage, ob Bauvorschriften für Theater dann, ob man dafür extra ein Kulturministerium brauchen, wie Simone Barrientos genannt hat, oder die Frage Kunst am Bau. Die Forderung Kunst am Bau haben wir auf Länderebene und auf Bundesebene, der kommunalen Ebene nur in einzelnen. Das Existierungsbereich, dass da Förderprogramme sind, also sowas für die Dinge, die außerhalb der Kulturhoheit der Länder stehen, extra Kulturministerium kann auch kontraproduktiv sein. Deswegen die Interessen der Künstlerinnen und Künstler bündeln, gemeinsam gegenüber der Politik auf allen Ebenen auch stärker auftreten
Und die Unterstützung der Fraktionen, das hatten wir im Kulturausschuss ja über die Fraktionen hinweg auch sehr einvernehmlich, erstaunlich einvernehmliche Ansätze. Vorhin beim Kollegen von den Grünen kam die gleichlautende Unterstützung der FDP dann eher als überraschend. Aber auch solche Überraschungen hat der Kulturausschuss. Wir alle brauchen aber alle Fraktionen, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen aus dem sozialen Bereich, sondern wir brauchen vor allem auch die Haushälter auf unserer Seite, denn letztendlich bestimmen die, welche Volumen dann zur Verfügung stehen. Herr Acker, herzlichen Dank bis zu diesem Punkt jetzt schon einmal.